Hallihallo, liebe Filmfans, willkommen bei filme.de. Auch diesen Monat haben wir für euch wieder eine Z-Box oder Z-Box, wie es im Englischen heißt, aus dem Hause Zavi für euch. Es handelt sich dabei um die erste Box des neuen Jahrzehnts, also die Z-Box 01 bzw. Januar 2020. Das Thema dieses Monats lautet Chaos und chaotisch wird es auch, denn wir reißen die Box jetzt sofort auf. Ich hoffe, ich mache hier nichts kaputt. Zack. Und hier nochmal zack und zack. Und da schauen uns auch schon gleich die ersten Sachen entgegen. So, ich mache das mal ein bisschen spannend und greife mal hier rein, dass ihr nicht direkt seht, was drin ist. Wir haben einen Werbeflyer, das ist neu. Einen Werbeflyer für eine Batman Black Deluxe Statue bei Minico available exclusively to Zavi. Also eine Batman Statue, die es jetzt wohl demnächst oder jetzt aktuell bei Zavi gibt. Und hier unten außerdem available now Minico Harry Potter Aquaman Harley Quinn. Schöne Sache, auf der Rückseite haben wir nichts. Schauen wir mal, was noch drin ist. Ah, jede Menge Platzfolie. Chaos! Peng! Das sind die kleinen Freuden, nicht wahr? So, was haben wir noch? Ah, hier ein, was ist es? Batman. Hey! Das ist, ja cool, genau, es ist sogar, schaut mal, was hier noch angekündigt wurde. Batman Black Deluxe Statue bei Minico ist hier schon mit dabei. Schön eingepackt. Zack. Hier ist er. Boah, cool. Von Minico Heroes. Hier haben wir auch den Aufkleber. Zavi Exklusiv Z-Box. Minico Heroes. Richtig coole Box. Hier auf der Seite ist er auch nochmal drauf. Der Batman, richtig wütend schaut er aus, ja. Und hinten nochmal Batman 80 Jahre und kein bisschen leise, der Gute. Und unten drunter haben wir noch ein paar Produktinformationen. Hier, Eltern mit Kind und diese Box recyclingfähig. Natürlich. So, jetzt packen wir den mal aus. Cool. Ja, mega. Also, das ist eine richtig coole Figur. Wir haben, schaut euch das mal an, hier unten die Wasserspeier. Richtig klasse gemacht, richtig schön verarbeitet, richtig geil. Ja, und dann haben wir hier, deswegen auch Chaos, auf dem Bat-Signal hat der Joker seine Spuren hinterlassen. Und trotzdem schaut der dunkle Ritter mit dem Batarang in der Hand von oben wütend auf das Geschehen herab. Ich bin Batman. Geil. Einfach nur geil, dieses Teil. Auch hier der wehende Umhang. Richtig cool gemacht. Richtig cool gemacht. So. Ja, weiter geht's. Wir haben einmal diesen Batman. Chaos, weil Joker. Und weiter geht's mit, was ist das, eine Rolle? Ah, Fallout. Fallout Bethesda Collection Fallout. Das ist ein Wimpel. Collect all four von Pennant, nehme ich an. Und die anderen drei, die es dann gibt, wir haben einmal oben Fallout. Dann haben wir Elder Scrolls noch. Hier ist Doom. Und was ist das? Sunset Sassaparilla. Ebenfalls ein Fallout-Produkt. In diesem Fall Fallout New Vegas. Wir holen die mal raus. Oder den Wimpel. Heißt es die Wimpel? Der Wimpel? Das Wimpel? Ich weiß es nicht. Ich rolle das jetzt mal ganz langsam vor euren Augen aus. Mega geil. Mega geil. Das ist auch Stoff, auch richtig gut verarbeitet. Hier haben wir die Vault und hier haben wir den Vault Boy, das Markenzeichen von Fallout. Und an der Seite haben wir auch so Befestigungsschlaufen,
Damit könnt ihr die an einen Fahnenmast knoten. Ja, hier ist kein Klettverschluss dran, aber naja, egal. Trotzdem, sehr cooles Teil. Ein Fallout-Wimpel. Auf der Rückseite haben wir nichts. Auf der Rückseite ist er weiß. Das heißt, man kann den also auch wunderbar an die Wand hängen. So, weiter geht's. Was haben wir noch? Oh, Rambo. John Rambo. Eine Limited Edition Replika Necklace as seen in the film. Und zwar welcher Film? Rambo 2, der Auftrag. Das ist dieser Buddha-Anhänger. Seiner Begleiterin hier auch nochmal Rambo Movie Replika Limited Edition Neck Chain. Ich pack das mal aus. So. Dann können wir uns das von hinten nochmal ansehen. Da ist das so eingetütet. Cool. Studio Kanal. Fanatic. Visit us online. Hier ist er. Schön, schön detailliert, aber auch nur von vorne, von hinten nicht so. Naja, was steht da? Ist da eine Limitierungsnummer oder was ist das? Ich sehe das jetzt gar nicht. Kriegen wir das scharf? Nee, kriegen wir nicht scharf. Doch. Oder nein, kriegen wir nicht scharf. Naja, ist ja auch egal. Was steht da? Ja, eine Limitierungsnummer. Ist wohl auf 5000 Stück limitiert. Ja, schönes Teil. Schönes Teil. So. Und ja, zu guter Letzt, last but not least, natürlich das T-Shirt, das in jeder Z-Box, Z-Box mit dabei ist, zum Thema Chaos passt. Naja, nee, passt eigentlich nicht so gut, finde ich, aber trotzdem. Flash Gordon, der Kultfilm mit Ornella Muti und wer war es? Was, Max von Sydow? Ich glaube, war ja genau Max von Sydow. Hier unten steht es auch drauf. In diesem Fall ein weißes T-Shirt mit einem ja, dunkelroten Druck des Filmplakats. Auch ja, schön, was das jetzt mit Chaos zu tun hat. Ich weiß es nicht. Ist ja aber eigentlich auch egal. Hauptsache, das T-Shirt schaut gut aus. Ja, das war sie dann, die Z-Box des Monats Januar 2020 mit einem Batman-Aufsteller, einem Fallout-Wimpel, einem Flash Gordon-T-Shirt und einer Rambo-Kette. Wenn ihr auch so eine geile Box haben möchtet, dann folgt dem Link unten in der Infobox. Da findet ihr dann den Link zu Zavi, wo ihr die Z-Box direkt für euch bestellen könnt. Entweder einmalig oder für 3 Monate, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. Und je länger ihr die Z-Box bezieht, desto günstiger wird die einzelne Box. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und zurück zu filme.de.